Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wir haben vor der Sendung gesprochen, dann sehen Sie den Einstieg eines möglichen Investors in der DFL ja auch kritisch. Was ist denn die konkrete Befürchtung, wenn da jetzt mehr Geld in die deutsche Fußballliga fließen würde? Also die ganz konkrete Befürchtung, die jetzt auch schon angerissen worden sind, die roten Linien, das sind natürlich Themenpunkte, die Fans ganz elementar und ganz zentral am Herzen liegen. Und eine der ja, europaweit gesehenen Maßnahmen, die immer wieder gemacht wird, ist eben die Aufteilung des Spieltags. Mehr Anschlusszeiten bedeutet einfach natürlich, dass du mit TV mehr Geld umsetzen kannst. Das ist vollkommen klar. Das ist eine der roten Linien. Was ist daran eigentlich schlimm? Das ist, naja, es ist relativ einfach zu erklären. Für Fans ist erstmal der Samstag 15.30 Uhr ist die heilige Kuh, die wird nicht angefasst. Also der Grund dafür ist... Aber es gibt doch jetzt schon unterschiedliche Anschlusszeiten. Gibt es. Aber wir hatten ja auch den Versuch mit dem Montagsspielen eine Zeit lang und die wurden radikal bestreikt von Fans, bis sie wieder abgeschafft worden sind. Und der Grund dafür ist, dass Fans normale Menschen sind, die arbeiten gehen, die für ihren Verein bereit sind, hunderte Kilometer zu reisen und denen dann gesagt wird, ja, wir brauchen aber schon die Dienstag 15 Uhr Anstoßzeit, damit das mit dem Markt in weiß Gott wo gut funktioniert. Mhm. Und das sind Dinge, diese rote Linien, die ja nicht angefasst werden sollen. Leider sind Fußballfans gebrannte Kinder und leben eine Geschichte mit der DFL, in der die eine oder andere Lüge erzählt worden ist und nicht aufgegangen ist. Und deshalb glaubt das niemand. Ganz provokant aber gefragt, bedeutet ja, dass du als Fußballfan... Bedeutet ja, dass du nur echter Fußballfan bist, wenn du im Stadion bist. Wenn ich aber an den Fernsehgeräten mit dabei bin, wenn ich hunderte Kilometer weit entfernt bin, mittlerweile, wir wissen es, die Welt verändert sich, wir haben auch soziale Medien, die auch irgendwie eine Rolle spielen. Das heißt, die sind dann weniger wichtige Fans, als die, die ins Stadion kommen? Naja, sehr provokant, einfach mal rausgehauen. Komplett Ihre Lesweise, dann erzählen Sie gerne weiter, wie Sie darauf kommen, weil das habe ich ja nicht gesagt. Nein, aber wenn es ja darauf zum Beispiel geht, wenn es um Anschlusszeiten geht, auch neue Märkte irgendwie sich zu erschließen. Mhm. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch spielen müssen, gar nicht. Für mich ist es auch ein Fußballspiel, gehört ans Wochenende und auch nicht um 11 Uhr morgens, weil ich da nicht die beste Leistungsfähigkeit habe, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sagen. Als Spielerin oder als Zuschauerin? Als Spielerin, weil darum geht es ja. Also ich meine, man möchte hier auch Leistung bringen und ich bezweifle, dass es viele Fußballfans da draußen gibt, die um 11 dann schon ins Stadion gehen wollen. Ich möchte damit halt bloß andeuten, ich glaube, dass auch der Fußball sich öffnen muss für den Wandel, der in der Gesellschaft auch stattfindet und dass darüber eine Diskussion entstehen sollte. Und deshalb diese provokante Frage, sind es für die im Stadion oder auch andere? Da machen Sie natürlich ein Bild, also dieses klassische vermeintliche, diese klassische vermeintliche Konfliktlinie auf, wer ist ein guter Fan, wer ist ein schlechter Fan. Und so einfach ist es ja nun mal nicht. Es gibt keine guten und keine schlechten Fans. Jeder lebt sein Fan-Dasein anders aus. Entscheidend ist ja eher, um daran anzuknüpfen, entscheidend ist ja eher, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist da ja ein Wandel erfolgt. Fußball wird im Stadion gespielt. Fußball findet im Stadion statt. Fußball zieht die Menschen ins Stadion und darüber berichtet das Fernsehen. Deswegen gibt es dann hier die Sportschau und so weiter. Wenn wir aber plötzlich über andere Anschlusszeiten sprechen und so weiter, Montagsspiele, gutes Beispiel, da wird plötzlich der Stadionfußball nach den Ansprüchen des Fernsehens verändert. Und das ist ein zentraler Kritikpunkt, den man anmerken muss, wo man sagen muss, was wollen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt einfach nur mit dem Fußball Geld verdienen oder wollen wir uns rückbesinnen, dass der Fußball nun mal seinen Fans und Mitgliedern gehört und das sind die, die ins Stadion gehen? Darüber kann man berichten, wenn es im Stadion ist, aber dann bitte Samstag 15.30 Uhr und nicht Dienstags um 11. Ja, oder 18.30 Uhr. Ganz kurze Antwort auf die Ursprungsfrage. Es gibt für mich keine Unterscheidung zwischen besseren und schlechteren Fans. Aber wenn wir während der Corona-Pandemie eine Sache gelernt haben, dann, dass Stadionfans und Stadiongänger elementar wichtig sind und damit wichtiger als Zuschauer von Fernseher. Absolut. Bin ich dabei. Ich komme aus dem Frauenfußball. Ich weiß, wie es ist, vor 1000 Zuschauern zu spielen oder wie es ist, vor 50 oder 70.000 Zuschauern zu spielen. Ich will dem gar nicht widersprechen. Ich wollte nur provokant nachfragen. Und trotzdem denke ich, ob ich jetzt aber Samstag wirklich 15.30 Uhr, weil wir in Deutschland die Tradition haben, dass das in Stein gemeißelt ist, oder ob nicht auch Samstag 14 Uhr und Samstag 17 Uhr eine Option ist. Wenn man sich dem Ganzen öffnet, glaube ich, erschließt man auch andere Möglichkeiten. Darum geht es mir einfach. Also um Gottes Willen, ich bin kein Befürworter der Montagsspiele. Der Punkt ist angekommen, Frau Hengst. Wir können ja, weil wir so viel jetzt über Fans sprechen und gute oder schlechte Fans. Einige würden ja sagen, Fan zu sein vom RB Leipzig zum Beispiel ist schon problematisch. Ich bin mal hingefahren zum Stadion, zum Spiel RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Also ein Verein mit einem großen Investor, zumindest einer großen Firma dahinter und einem Traditionsverein.
und habe die Fans vor Ort mal gefragt, was sie von einem möglichen Einstieg eines Investors halten. Geld ist das, was jeder Fußballclub braucht am Ende. Und ob das jetzt von dem großen Investor kommt oder von vielen kleinen, so wie es die Clubs eigentlich im Moment machen, schwierig. Und wir sehen ja auch den internationalen Fußball und irgendwo muss die Bundesliga Schritt halten. Ne? Lasst es mal die Jungs alleine machen. Die Jungs sind wer? Von da oben. Die sollen das mal selber schön selber entscheiden. Ich sag mal, die Vereine haben dafür gestimmt. Haben ja alle dafür gestimmt. Das heißt, die Proteste? Zum Anfang verständlich, jetzt nicht mehr. Würden Sie auch Tennisbälle aufs Spielfeld werfen, um den Protest auszudrücken? Wir haben 100 dabei. Mal sehen, ob wir sie durchkriegen. Nein, aber es kam ja jetzt in der Vergangenheit auch zu Spielunterbrechungen viel. Ja. Was halten Sie davon? Ja, es ist halt ein stiller Protest. Ja, irgendwo muss man sich einfach die Stimme geben. Ja, Sie haben ja gar keine Stimme mehr. Ist auf Dauer der richtige Schritt, glaube ich, wenn man international konkurrenzfähig bleiben will. Was hat der Einstieg von Red Bull in dem Verein gebracht? Ich glaube nicht nur den Verein, ich glaube der ganzen Region. Und damit meine ich nicht nur Leipzig, nicht nur also ganz Ostdeutschland fast schon, die eben ja, die ganzen Talente, die hier gefördert werden. RB Leipzig-Fans finden es prinzipiell gut. Was sagen die Gladbacher? Ich bin dagegen, aber ich sag, dass man da innerhalb von Europa eine einheitliche Regel finden müsste. Können Sie das verstehen, dass da Menschen sagen, wenn da jetzt so viel Geld reinkommt, dann wird die Bundesliga vielleicht so wie in England oder wie in Italien und da geht was verloren? In England geht es auch, weil die Investoren haben. Ohne. Kommt drauf an, wo das Geld hinfließt. Ob die Vereine davon was haben oder nur die DFL, oder? Das ist mir unklar noch. Dann versuchen wir das jetzt zu klären. Das versuchen wir jetzt zu klären und zwar mit Professor Breuer, Sportökonom an der Deutschen Sporthochschule Köln. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja. Also, ich gebe die Frage direkt weiter. Wie viel Geld würde denn bei den Vereinen ankommen, wenn da jetzt ein Investor einsteigt? Wir hatten ja zwei Runden. In der ersten Runde sollte auch direktes Geld an die Vereine fließen. In der zweiten Runde eben nicht mehr. Man will den Markt, so sagt man, eben nicht zusätzlich fluten. Gleichwohl fließt eben das Geld hauptsächlich in die Geschäftsentwicklung, in die mediale Vermarktung. Und dadurch sollen zukünftig die Vereine eben an hoffentlich mehr Einnahmen von diesen profitieren. Aber man hat etwa 100 Millionen Euro vorgesehen, von denen die Vereine profitieren können für Auslandsreisen, weil man ja auch gerade im Ausland die Vermarktung stärken möchte. Das heißt sozusagen, wenn ein Verein sagt, ja, wir wollen nach Saudi-Arabien fliegen und da ein Testspiel machen, dann können sie auf den Topf zugreifen. Saudi-Arabien weiß ich nicht, wie das geregelt ist, aber ins Ausland insgesamt. Ja. Das verstehe ich Sie dann aber richtig. Das heißt, klamme Vereine, die jetzt gerade Geldnot haben, die können damit dann ihre finanziellen Probleme nicht lösen. Nein, sie können ihre finanziellen Probleme damit unmittelbar nicht lösen, sondern nur mittelfristig besser dastehen. Aber es gibt zwei Finanzierungsalternativen zu dem Modell der strategischen Partnerschaft. Und eins wäre ja aus der Liquidität der Vereine, die ganze Sache zu finanzieren. Und das geht eben auch vermutlich bei vielen Vereinen deswegen nicht, weil eben die finanzielle Situation nicht rosig ist. Ja, oder anders gesagt, einige Vereine sind fast pleite. So ist es nämlich auch. Jetzt heißt es immer, die DFL will die Bundesliga im Ausland medial besser vermarkten. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Was heißt das eigentlich? Na, letztendlich heißt es... Warum? Wenn die Bundesliga sportlich wettbewerbsfähig bleiben will und letztendlich auch, wenn sie ihre gesellschaftliche Kraft behalten will, dann muss sie in einer Aufmerksamkeitsökonomie eben sich auch behaupten. Und wir erleben überall die mediale Weiterentwicklung, Streaming-Angebote, soziale Medien etc. Und da gibt es andere Erfordernisse. Und dann muss ich eben damit Schritt halten. Das bedeutet Investitionen. Und die Frage ist, woher die finanziellen Mittel kommen, ob die über einen strategischen Partner kommen, ob man das selbst finanziert oder ob man an eine Bank herantritt und eben über Fremdkapital versucht, diese Fortschritte zu erzielen. Nur damit wir es richtig verstehen, strategischer Partner wäre so ein Investor, über den gerade gesprochen wird. Was haben die Fans denn im besten Falle vom Einstieg so eines strategischen Partners oder Investors?
Naja, das Ganze ist wie jedes Investment auf mittelfristige Erfolge ausgelegt. Und ob die stattfinden, weiß man nicht, weil sich das ganze Feld dynamisch weiterentwickelt. Aber wenn Mehreinnahmen kommen, dann kann die Bundesliga beispielsweise weiterhin mithalten im Wettbewerb um internationale Talente. So, und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, das gibt's jetzt in der ARD-Mediathek.